Und hallo, und das sind wir auch schon wieder in unserem bescheidenen neuen Heim in der Irrenanstalt bei Daylight. Wie gesagt, Horrorspiel, wir spielen es wie immer traditionell. De facto, es heißt, es ist dunkel. Auf Anweisung von Dr. Mercer hat Werther die Krankenstation nicht zu betreten, es sei denn, sie würden gerufen. Beim Umstellen von Häftlingen oder von Patienten dürfen sich Werther vor den Türen aber der Krankenstation aufhalten, aber sie haben diese keinesfalls zu betreten. Es sei denn, sie werden ausdrücklich von Dr. Mercer dazu aufgerufen. Werther, die sich nicht daran halten, werden auf der Straße fristlos entlassen. Okay. Lampe. Looking back on it now, I think we did remarkable work here. That's it. The guards sometimes made the work easily accessible. 2. Dezember 34. Die Gefangenen haben diese Haftanstalt für eine Art Witz. Und zwar deshalb, weil wir so viele Insassen haben, dass wir nicht wissen, wie wir sie unter Kontrolle halten sollen. Um ehrlich zu sein, sie haben nicht Unrecht, nicht nur, dass nur mir gesagt hat. Wir hätten weniger als 5 Monate Zeit, bis dieser Ort zugesperrt wird. Ich habe auch erfahren, dass wir die maximale Kapazität erreicht haben. Ich höre, wie sich einige der Wärter darüber unterhalten haben. Bei Auseinandersetzungen sind nicht mehr einzuschreiten, damit sich unser kleines Überfüllungsproblem von selbst löst. Gilbert. Okay. Alles dunkel im Club. Okay, da gehen wir nicht rein. Society's needs come before the individual's needs. Es leckt irgendwie, oder? Da du neu in diesem Teil des Gefängnisses bist, wollte ich dir erklären, wie es hier abläuft. Vergiss dich, dass Wärter bereitstehen, wenn du die Türen nach einem Verhör öffnest. Die Türen werden alle mit demselben elektronischen Schalter aktiviert. Echte Knauser, was? Und mach dir keine Sorgen wegen den Geräuschen in den Rohrleitungen, das sind keine Gespenster, sondern nur die Heizungsrohre, die hier durchlaufen. Das Wartungspersonal ist von Zeit zu Zeit hier, um die Ventile und Abdichtungen zu kontrollieren. Willkommen bei den Profis, Junge. Aha. Okay. Ah, kurzer Blick. Irgendwas. Diese mal auf Mittel stellen. Normalerweise wird der PC locker blasen, aber. Benutzen.
Dr. Mercer selbst als neuer Finanzberater der Mid-Island-Haftanstalt gibt es nichts und in meiner Macht stünde, um diesen Ort mehr als 9 Monate über Wasser zu halten. Aufgrund der unterzeichneten Leistung der Arbeit hat man fast alle Mittel gestrichen. Sie behaupten zwar große wissenschaftliche Durchbrüche erzielt zu haben, aber wir benötigen Resultate, die wir verkaufen können, wenn Sie Ihre Experimente weiter finanzieren möchten. Wenn die Gewalt nicht aufhört, droht uns die Schließung. Verteilen Sie mehr Pillen oder was weiß ich. Wir können uns einfach keine weiteren Gerichtsverfahren leisten. Ja, wenn wir eine klettern kann, dann sollten wir eine klettern. Anybody there? Schau das an, schau das an. Aufstand. But they suffered. They suffered. Okay. Alter. Rein wie die Wein. I can't see a thing. Hälfte Nummer 34. Ich habe nicht getan, wofür ihr mich verdächtigt habt. Ich weiß, ich habe gestanden und wer hätte das nicht mit dem, was uns angetan wurde. Aber ich habe nie in meinem Leben jemandem wehgetan. Als ich hierher kam, war ich völlig klar, doch dieser Ort treibt mich in den Wahnsinn. Ich kann die Stimmen nicht mehr aus meinem Kopf vertreiben und es verlangt mir alles ab, Stücke nur aus der Wand zu reißen, anstatt aus meinem eigenen Gesicht. Wenn ihr das findet, bin ich entweder frei oder tot. Also ertrunken. Was auch immer geschieht, sie hoffen, ich schmor in der Hölle für das, was ich ihr angetan habe. Okay. Alles klar. Ich hätte gerade die Gitappe, oder? Why is this happening to me? Der Pulsschlag ist auch schon auf 15 oben. Alter. Boah. Das ist nicht mehr gewesen. Ich habe keine Angst. Anybody there? Frag nicht immer bitte. Gefängniszelle. Okay, da schaut mir jetzt wieder runter. Dann gehen wir mal. Hallo? Aber ab wird er nichts wieder haben.
Okay. Leitfaktor. 24. Juni 1913. Sicherheitsrisiko auf dem Dock. Wie allgemein bekannt ist, bringen wir alle Vorräte und Insassen über die Docks nach Mid Island als Teil unseres regelmäßigen Rundgangs. In dem Gebiet überprüfen wir auch die alten Wassertunnel. In letzter Zeit stellen wir jedoch fest, dass das Schloss immer wieder aufgebrochen werden wird. Damit meine ich nicht, jemand kommt und sperrt es auf. Ich habe darüber bereits mit dem Wertungsteam gesprochen. Ich meine, jener kommt und verprügelt wie verrückt darauf ein. Es gab seit Monaten keine Fluchtversuche. Ich weiß also nicht, wer dafür verantwortlich ist. Aber die kommen mir besser nicht in die Quere. Wenn die Alte kommt, dann laufe ich davon. 5. Februar 1920. Officer Dawson tot. Officer Dawson war am Leben. Wir haben ihn bei den Docks entdeckt, als wir eine Schiffslieferung vorbereiteten. Er kam aus der Kanalisation und hobte. Wir sollten die Vögel zufrieden lassen. Wir haben alle Geschichten über den Krähenmann gehört, der die verdammten Vögel füttert. Aber ich habe nie viel davon gehalten. Dawson war der Krähenmann, er stürzte sich mit einem Rohr auf uns und wir müssten feuern. Es fielen 22 Schüsse, bevor er zu Boden ging. Als wir uns ihm näherten, um ihn zu untersuchen, stieß er uns zurück und lief auf den Wald zu. Dabei schrie er etwas von einer Verbreitung auf die Rückkehr der 13, bevor er tot zusammenbrach. Ich habe den anderen Officer den Rest der Woche freigegeben. Was zur Hölle ist davon? Ist mit Dawson passiert und was ist die Rückkehr der 13? Ja, das wäre jetzt interessant. Mädel, geht jetzt nicht so gut. Lupo! Ja, bitte Gott. Hell hath no fury like a woman scorned, and you've managed to scorn them all. Scheiß Funzenmänner. Okay, weiter geht's. Verdammt, die finden natürlich jeden Brief, oder? Wir haben fast ein Jahr an diesem verdammten Tunnel gearbeitet, aber der letzte Monat war besonders hart. Ich bin dankbar für die Nahen, die regelmäßig per Boot eintreffen, auf der Suche nach einem neuen Leben. Aber die meisten von ihnen sind zu schwach für diese Arbeit. Die Idioten lieben es zu plappern und Gerüchte zu verbreiten. Geschichten, die wir uns als Kinder erzählt hatten. Aber es gefällt hier verdammt nochmal keinen schwarzen Mann. Nur ein paar faule Säcke, die gratis Verpflegung suchen, wenn die unser Land aufbauen sollen, dann wird es Zeit, weiter zu ziehen. Bei Gott, den Nächsten, der sich darüber beschwert, wie dunkel es hier ist, ertrinke ich persönlich. Sehr nett. Zwei, zwei. Ich weiß, dass du hinter mir bist, ist mir scheißegal. September 32 Mitarbeiter, Adam Person, gewartet, Rohrbrüche, Kanalisation. Mit dem mir zur Verfügung stehenden Mittel konnte ich zwei temporäre Arbeitskräfte anstellen, um das Rohrproblem anzugehen. Andere Probleme wurden als unerheblich eingestuft. Allerdings bereitet es mir Schwierigkeiten, sie zu
Soldaten. Ich verstehe nicht viel von ihrer Sprache, aber sie reden ständig etwas von blinkenden Lichtern und einem Gesicht. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich muss allerdings zugeben, dass ich die Geschichten von Wandel denn den Schatten hier unten etwas realer anfühlt. Mhm. Ja, ist die alle schon wieder hinter mir? Gewartet, Abwassertunnel. Nachdem die Zellenblöcke wieder Wasserdruck verloren haben, wurden wir ich angewiesen, die Abwassertunnel zu überprüfen. Ich habe meine Lampe und eine Karte zum alten Pumpraum mitgenommen. Ich habe mich umgesehen und es steht schlechter, als wir anfangs dachten. Mehrere Kanalrohre sind aufgeplatzt und leiten das Wasser nicht richtig ab. Die elektronischen Leitungen sind an mehreren Stellen durchtrennt, was vermutlich zu Kurzschlüssen im Gebäude führt. Und Ziegel fallen in unregelmäßigen Abschnitten von der Decke. Hier unten ist es nicht mehr sicher. Es muss alles von Grund auf überholt werden. Gut schreit da herum. Unglaublich. Super. Gott sei Dank haben wir das Signal. Gewartet. Stromversorgung im zweiten Stock nicht gewartet. Während der Reparaturen eines Waschbeckens im zweiten Stock begannen die Lichter auf dem gesamten Stockwerk zu flackern, bis sie ausfielen. Die Schutzschalter schienen in Ordnung zu sein. Kurz danach gingen die Lichter von selbst wieder an. Ich musste die alte Wartungsberichte durchgehen und sehen, ob es einen Zusammenhang gibt. Die alte, die ist hinter mir. Fühlt sich komisch an, in einem Tagebuch zu schreiben. Aber einer der neuen Ärzte hat es allen Wärtern empfohlen, um mit der hohen Belastung fertig zu werden. Hört sich bescheuert an, aber Mercer dachte, es wäre eine gute Idee. Das Schwerste dabei ist, einen Ort zu finden, wo ich schreiben kann. Ich habe es im Pausenraum versucht, aber die Leute haben sich über mich lustig gemacht. Und zu Hause macht sich meine Familie über mich lustig. Ich dachte also, Mercer würde es nicht stören, wenn ich in die Tunnel steige, um ein bisschen Frieden und Stille zu bekommen. Einige der Leute beschweren sich über den Geruch, aber ich muss zugeben, ich finde es ziemlich friedlich. Es ist schön, ein wenig von dem ganzen Schreien wegzukommen. Da, Schlockenstempel. Unglaublich, wenn ich mich so aufhöre. Schlampe steht. Los da unten. Komm schon, wir müssen aus der Kanalisation. Komm schon, wir haben es nicht schön hier so. Geht's hier weiter? Patschi.
Chibatche. Hellas! So, ey, warum lasst mir denn die Alte schon so lange in Ruhe? Jetzt alter Schwachel, ey. Fackel ist super. Okay, da geht's raus. Das macht mich ein bisschen nervös. Reingeschaut, da war nichts. Da plätschert es vor sich hin, ich bin eh schon angespannt, wie ein Zapferl erst. Okay, wir haben einen Ausgang, ne? Das ist schon ein Anfang. Wir haben einen Ausgang. Die Alte ist kaputt. Nicht interessiert an uns, was mir auch recht gut gefällt, also geht Schlimmeres. Ich laufe ernsthaft die komplette Kanalisation und schau, wo es da lang geht. Und warum ist die Alte nicht da? Das macht mir narrisch, wenn die Alte nicht da ist. Einmal schreit es mir gerne auf von hinten. Etwas dicht. Ah, da geht's auch. Okay. Please tell me it isn't true. It can't be. They never forgave those who persecuted them so. 400 years of rage, Sarah. 400 years of rage. Jetzt gerade durch, den aufhalten lassen. Lauf weg von der Schatten. Wow, bin ich noch richtig? Ja. Wow, sie ist hinter mir weg. Lass mich mal.
in die Freiheit. Relas. Hallo im neuen Teil. Sometimes we build too many walls and not enough bridges. But these walls allowed for more delicate work. Aber work without interruption, focused and precise. Okay. Wieder mal eine Passage geschafft und deshalb würde ich jetzt einfach mal stark behaupten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out.